unsere Freunde wie Autos. Sie bringen uns fern, wir fahren damit gern. Die Autos sind der Hit. Die Autos, die großen und die kleinen Autos. Sie fahren und sie brummen, keine Zeit zum Schlummern. Sie helfen uns viel mit. Helferautos. Ein Sattelschlepper fährt die Straße entlang. Er transportiert farbige Rennautoreifen. Das sind aber viele Reifen. Da ist eine Bodenwelle. Oh, einer der Reifen ist vom Anhänger gefallen und weggerollt. Der Sattelschlepper hat die Kontrolle verloren. Die Reifen sind überall verstreut. Das Polizeiauto ist schon unterwegs. Was ist denn hier passiert? Ein Unfall. Der Unfallort muss mit Leitkegeln abgeriegelt werden. Wir brauchen die Hilfe mehrerer Spezialfahrzeuge. Ein Kranwagen, ein Krallenbagger und ein Laster mit Anhänger. Hier ist eine Ampel. Grün, gelb, rot. Die Fahrzeuge müssen anhalten. Schauen wir uns den Anhänger mal genauer an. Er hat zwei Paar Räder. Mit zwei Radpaaren liegt er stabiler auf der Straße als ein Anhänger mit nur einem Paar Räder. Die Helferautos sind am Ort des Geschehens eingetroffen. Der Kranwagen richtet den Anhänger des Sattelschleppers wieder auf. Wir befestigen ihn am Sattelschlepper. Der Krallenbagger lädt die farbigen Reifen in den Anhänger. Perfekt! Stopp! Im Anhänger ist kein Platz mehr. Wenn wir zu viele Reifen aufladen, fallen sie wieder runter. Die übrigen Reifen können wir in den zweiten Anhänger laden. Da ist genug Platz. Das hätten wir. Wir können die Leitkegel wieder einsammeln. Die Rennautos warten neben der Rennstrecke auf ihre Reifen. Ohne Reifen können sie nicht fahren. Da kommt die Reifenlieferung. Wir laden die Reifen ab und montieren sie an den Rädern der Rennautos. Das Rennen kann beginnen. Auf die Plätze. Fertig. Los! Die Rennautos sind gestartet. Eine Rampe. Schau, wie sie drüber springen. Mit neuen Reifen zu fahren ist klasse. Zum Glück wurden sie noch rechtzeitig geliefert. Nach getaner Arbeit fahren die Helferautos wieder in ihre Garagen. Sicher warten morgen wieder neue Abenteuer auf sie. Und was für Abenteuer? Das werden wir in der nächsten Folge gemeinsam herausfinden.